Heute klären wir mal die Frage, ob Kaido einfach ein richtiger Drache ist oder ein Oni mit einer Drachensohren-Teufelsfrucht. Zwei Sachen schließe ich vorab mal aus. Erstens, dass Kaido nun eine Smile-Teufelsfrucht hat, denn ich denke, dass er diese Kraft schon hatte, bevor es Smiles überhaupt jemals gab. Und dass er ein Drache mit einer Oni-Frucht ist. Doch wie können wir das rausfinden? Indem wir beides miteinander vergleichen. Kaido ist ein Riese mit Hörnern, welcher sich in einen Drachen und zurück verwandeln kann. Dies kann man sehr schnell als eine Zoan-Teufelsfrucht ansehen. Jedoch haben auch Drachen in der asiatischen Mythologie die Fähigkeiten, sich in Menschen zu verwandeln. Also könnte dies auch in One Piece einfach übertragen worden sein. Wieso ist aber Kaido ein Riese mit Hörnern? Dies lässt sich am einfachsten erklären, indem er eben einer Riesenrasse ähnlich der von Ors angehört. Alternativ haben wir uns hier ja die Oni-Rasse ausgedacht. Wäre eine Möglichkeit. Aber auch wenn er ein Drache ist, so könnte er ein Riese sein. Da er schon in seiner Drachenform riesig ist, wäre es seltsam, wenn er in seiner Menschengestalt plötzlich sehr, sehr klein wäre. Genauso könnten die Hörner Überbleibsel dieser Verwandlung sein. Jedoch spricht diese Verwandlung mehr für eine Teufelsfrucht, denn dann würde es alle vier Hörner erklären. Wenn er eine Rasse mit Hörnern angehört und sich verwandelt, behält er diese und kriegt noch die zwei weiteren Hörner des Drachen dazu. Wenn er aber nun ein richtiger Drache wäre, würde es nicht erklären, wieso bei seiner menschlichen Verwandlung nur zwei von vier Hörnern überbleiben. Das Thema Momonosuke kann man auch ganz gut beidem zuschreiben. Die Smile-Teufelsfrucht könnte anhand der DNA des Drachen Kaido hergestellt worden sein, könnte aber auch einfach nur eine Kopie der Drachen-Zoan-Teufelsfrucht sein. Der Satz, er sei die stärkste Kreatur zu Land, zu Wasser und zu Luft, ist seltsam. Zu Land und zu Luft ist klar. Seine menschliche und seine Drachenform, die eine am Boden, die andere am Himmel. Aber wenn er eine Teufelsfrucht hat, wie könnte er dann auch zu Wasser die stärkste Kreatur sein? Teufelsfruchtnutzer ertrinken doch einfach. Naja, dies lässt sich damit erklären, dass damit nicht unbedingt unter Wasser gemeint ist, sondern er kann auch vom Himmel aus unzählige Kriegsschiffe, welche sich auf dem Wasser befinden, zerstören. Deshalb ist mit diesem Satz eine Teufelsfrucht nicht gleich ausgeschlossen. Auch wenn er nur ein Drache wäre, wäre es möglich. Denn in der asiatischen Mythologie sind Drachen Wassertiere, würde auch erklären, warum sich auf dem Ryugu Palace ein Drache auf dem Dach befindet. Die Unsterblichkeit lässt sich auch bei beiden anwenden. Drachen sind in der Mythologie oftmals unsterblich, also könnte er sowohl als richtiger Drache unsterblich sein, dies könnte aber auch ein Merkmal der Drachensohren sein, ähnlich wie zum Beispiel Marco Wunden schneller heilen kann aufgrund seiner Zoan-Teufelsfrucht. Sein Wunsch nach dem Tod ist so eine Sache. Er könnte als Mensch jeden möglichen Grund haben, aber als Drache würde mir nur einer einfallen. Was, wenn alle Drachen ausgerottet wurden von den Samurai über die ganzen Jahrhunderte und er der einzige ist, der noch lebendig ist? Und deshalb ist er allein, allein und möchte eine Bande voller Zoan-Nutzern, voller Bestien haben. Was man aber sagen kann, wenn er ein richtiger Drache wäre, wäre es mal etwas anderes als die einfache Erklärung mit der Zoan-Teufelsfrucht. Abschließend lässt es sich nicht genau beweisen. Persönlich tendiere ich im Moment aber eher dazu, dass der Einfachheit halber er einfach nur ein Zoan-Teufelsfruchtnutzer ist. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja, Daumen nach oben und Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und haut rein. Ciao.